Ich hatte vorhin schon auf dein Level zu können. Der war gelb und so. Wann soll ich denn anfangen? Deswegen haben wir gesagt, das ist der Eiterlikör. Siehst du, und ich hab vorhin, weil ich dachte, oh scheiße, ich hab noch Erdbeeren über, aber die sind schon fast schlecht. Und hatte aber noch Milch und dachte, was machst du jetzt damit? Hatte noch Pina Colada im Kühlschrank und dachte, weißt du was, das kippst du da jetzt rein, dann tust du die Erdbeeren da rein und füllst das mit Milch auf. Das war meine Grundlage fürs Abendessen heute. In der letzten Folge. Ja, taten wir Dinge. Junge, es scheppert gleich so heftig, dass sie dein Charakter platt. Dann passieren Dinge damit. Oh, okay. Hol mich mal kurz an ab. Wir waren unterwegs. Oh ja, wir waren bei Shadowrun spielen. Ich bitte euch, natürlich weiß ich Bescheid. Wir haben Shadowrun gespielt. Im Traum. Und wir sind halt die ultra geilen Typen. Unsere Mission ist es, Dingsbums zu entführen. Exodus Focatl. Genau. Kannst du das nicht mehr wissen? Ich wusste das definitiv noch. Ja, ich wusste auch noch, dass der einen komischen Namen hat. Der Tourist. Ja. Das ist übrigens sein Straßenname. Der Tourist. Auf jeden Fall sollen wir ihn exfiltrieren. Bis dato lief das ganz genau nach Plan. Der Einzige, der Schaden bekommen hat, bist du. Rasmus hatte letzte Woche auch noch was erlebt. Rasmus. Ja. Rasmus. Ich hatte ein wunderschönes Gespräch mit der Surf. Durchaus sehr erquickend. Und sie hat mir einen Stab gegeben, mit dem ich euch alle töten kann. Ein Stock. Nice. Genau. Und du hast dich Imbolg daneben benommen. Was? Ich hab was? Du hast dich Imbolg daneben benommen. Wo habe ich mich daneben benommen? Imbolg. Kannst du das bitte nochmal? Ach ja. Wenn ich nochmal Imbolg sage, dann raste ich aus. War das dieses Fest? Imbolg. Das war dieses Fest. Achso, ja, da habe ich mich doch nicht daneben benommen. Ihr habt mal Imbolg ein bisschen. Und ihr habt, gesagt, wenn ich das sage, auf jeden Fall, ihr habt noch die Partei hier, die MILF-Partei. Stimmt, die MILF-Partei haben wir noch gegründet und hatten dann auch schon unsere ersten Differenzen, aber die haben wir dann eigentlich beiseite gelegt gehabt. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Spruch war, mit dem wir uns gedingst haben. Welcher Spruch? Weil sie es nicht wert sind, steht hier. Ach stimmt, weil sie es nicht wert sind, weil er so eine schöne Doppeldeutigkeit hat. Ich kann nicht mehr reden. Geil. Ein Schweinchen. Ein gutes Schwein. Na Judy, dann viel Spaß und das andere. Folgende Regeländerung für heute. Wenn ihr zweimal nacheinander dieselbe Waffe benutzt, kriegt Würfelabzug. Ne? Mhm. So, was soll denn die Scheiße? Wer zweimal heute den Abend dieselbe Waffe benutzt, kriegt Würfelabzug. Ey! Ihr habt doch unendlich viele. Ja, aber es gilt nur für Shadowrun, oder? Ja, natürlich. Gut. Das Letzte, was ihr erfahren hattet, war, als ihr den Mega-Cyber-Troll zertrollt habt, dass eure Schieberin Matrioschka euch verraten hat und für das umverlegt wurde. Natürlich, ich kann mir nicht so viele Namen ausdenken. Genau, dass das der verlegt wurde. Ich will ihren Kopf. Wisst ihr übrigens alle noch, was ihr für eine Rolle hattet? Ja. Ich bin der Hackerboy. Geile Orkschleicher. Nahkampfadeptin. Nice. Ich hätte mich in Matrioschkas Comlink. Shadowrun 1, kein Comlink. Du kannst ihren Heimcomputer. In ihren Computer hacken. Mhm. In ihren Deck. Du wirst. Na, die hat kein Deck, die ist ja kein Decker. Aber er nimmt sein Deck. In ihrem Taschensekretär. Oh, der Taschensekretär. Ausgezeichnet. Stimmt, die hat ihn einfach zum Aufladen hängen lassen über Nacht. Anfänger. Auf jeden Fall, du suchst dir deinen Weg durch die Matrix und vorbei an irgendwelchen. Doch, die hat natürlich 7000 IC, die du alle mit einem gezielten Blick. Locker. Die nehme ich auseinander, denn ich habe nämlich The Greyhammer, Blackhammer und den Feuerhammer. Plus 3. Ja, klar. Ja. Du hämmerst sie und aus den einzelnen Code-Schnipseln kannst du sie dann später noch einen Gutschein für Staffershack zusammenbauen. Auf jeden Fall, du bist in ihrem krassen Taschensekretär und
Worauf wollte ich hinaus? Du weißt, dadurch ihre Wohnung kennst du jetzt. Das hättest du zu dem Zeitpunkt vorher machen können, aber es war nie nötig, weil sie ja so ein kleiner Fisch ist im Gegensatz zu dir. Geilen, krassen Zwergen. Habe ich schon erwähnt, wie oberkörperfrei? Ja. Ich habe vergessen, die Brustbehaarung bei dem... Na, egal. Ja, und das mega geile Tattoo. Oh. Was hast du für ein Tattoo? Ein mega geiles. Mit ein Waffen. Mega, mit Waffen, ich verstehe. Tribal. Wo kommen da die Waffen rein? Ist mir auch völlig egal, wo die Waffen reinkommen. Aber in den Anus. Auf jeden Fall. Erfährst du dort aus einigen Gesprächen, die sie geführt hat mit dem Typen, der scheinbar ein Johnson ist, aber ich glaub's nicht, dass es eurer ist, weil seine ID da irgendwie eine andere ist, auf jeden Fall, dass es überhaupt nicht darum ging, um für das Vokattel zu befreien. Mit ihr wurde nur abgesprochen, die verdammt besten Runner von Seattle auseinanderzunehmen. Das hat wohl nicht geklappt. Wie haben die sich denn dagegen gewehrt? Bitte? Wie haben die sich denn dagegen gewehrt? Wie, wer hat sich was? Hä? Ich, oh, so witzig verstanden. Ich hab gerade so gut getan, als wenn wir nicht die Leute wären. Die besten Runner von Seattle. Aber sind wir natürlich. 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 Hab ich verstanden. Ach so, aber der... The Shadow? Wo ist denn eigentlich The Shadow? Oh, Alter, wegen den Namen nicht. Was du noch erfährst, ist, dass das Gespräch, das sie da mit dem Typen geführt hat, es kam, wie sollte man es anders erwarten, aus der Aztek-Arkologie. Natürlich. Der großen Pyramide mitten in der Stadt. Da können wir nicht unvorbereitet rein. Willst du mich verarschen? Ich rufe meinen Schammer an. Ihm? Bane. Du rufst Bane an? Ich ruf Bane an. Der hilft mir. Boah, ich hoffe, ich krieg's zusammen. Also geh dran. Du wirst verkauft, benutzt, sogar verliehen. Bis du weggeworfen, bis du kaputt gehst und weggeworfen wirst. Ich hab vergessen, wie es weitergeht, und es war unvollständig, aber ich bin Bane. Du wirst benutzt, genau. Sogar verliehen. Ja. Bis du kaputt bist und weggeworfen und ersetzt wirst. Ersetzt wirst. Ich vermisse die Zeit auf der Straße. Ich vermisse die Zeit auf der Straße. Ich hab da einen Job für dich, Bane. Na klar. Wir müssen in die Pyramide. Tick-Tack, Bane. Tick-Tack. Moment, ich bin Bane. Kein Problem. Braucht ihr was? Dich. Na klar. Piep. Ich müsste mich ganz kurz übergeben. Okay. Nee, der ist auf dem Weg. Der weiß natürlich, wo du bist. Ja, ja klar. Ich warte natürlich. Halt dein Gusch. Ach ja. Ich liebe dich, Peter. So rum. es regnet natürlich, ne? Ja klar, es regnet immer. Und es ist natürlich dunkel. Ja. Dann lehne ich im Dunkeln, im Regen an einer Straßenlaterne und rauche eine Zigarette. Nice. Alles, was natürlich. Er zu sagen hätte, dauert nur noch eine Zigarette. Ja, ja. Ach, wie tut das Herz mir weh, wenn ich vom Glas den Boden sehe. Molle in der Birne wie Regen in der Rinne. 5 Promille bedeutet ich chille. Also ihr wartet da kurz und dann kommt Bane an. Bane ist ein ziemlich unauffälliger Runner. Wie auch Peters Charakter hat er ja einen schwarzen Trenchcoat an. Er hatte zwei, waren die golden oder waren die silbern? Die waren silbern. Er hatte 2 silberne Pistolen, die unfassbar groß sind, so wie alles. Natürlich mit Gravuren, ne? Natürlich Gravuren, da steht Bane drauf. Und er ist natürlich auch Magier, das ist klar, Kampfmagier. Und er hat ein sehr unauffälliges über dem Gesicht, hat sich mit so Theaterschminke, weiß und schwarz, voll die krassen. Das ist ein Dreiecks. Tattoo, das ist doch nicht Theaterschminke. Also in dem Video hat er sich geschminkt. Ja, in dem tätowiert. Video, aber doch nicht da. Bane ist geschminkt. Es ist einschüchternd, weil es aussieht wie ein Totenkopf, bloß ganz anders eigentlich. Und das ist fies und macht den Leuten Angst. Das ist Bane, wir nehmen den aus dem Video. Ach. So, und während er auftaucht, würde ich nämlich alle meine Hackerfreunde anschreiben und den ihr quasi sagen, dass es ganz wichtig ist, dass Aztec heute Nacht fällt, und zwar an diesem Standort. Und das ist eine Hexe-Planet, Leute. Wir müssen deren Defense runter.
Ja, wir müssen deren Defense runterfahren, wir müssen ein riesiges Feuerwerk veranstalten, ja. Das ist ganz wichtig. Die Welt hängt davon ab. People by the people, of course. Genau. Natürlich. Nee, die sind dabei. Klar sind die dabei. Alle. Oh. Natürlich. Und ich engagiere ein zweites Runner-Team, das für Ablenkung sorgt, damit wir da in Ruhe rein können. Wie bezahlt ihr das eigentlich alles? Hä? Ich kann doch euch Geld, sagen, wir haben unendlich viel Geld. Eine Million. Ich verkaufe die Hälfte meiner Waffe. Ich hole Gyros und Banane. Nein, du holst nicht Gyros und Banane. Okay, aber ich wollte. Ja, ich verkaufe einfach die Hälfte meiner Waffen, dann haben wir genug Geld, um Runner-Team anzuhören. Ich hätte gesagt, ihr habt unendlich Waffen, dann habt ihr tatsächlich genug Geld, verdammt. Geil. Aber ihr habt auch so genug Geld. Oh, geil. Du kannst ja nicht von Charlotte, Lisa und Tanja trennen, die haben doch alle weibliche Namen, oder? Ja, bis auf Pewter Schmidt. Of course. Schweinehund. Ja, nee, das ist das zweite Runner-Team, das du noch engagiert hast, was nicht Gyros und Banane ist. Das wird irgendwann in Stellung gehen, um dafür Ablenkung zu sorgen und die Stromzufuhr, die wird da irgendwie dingsen. Also nicht mehr sein. Ja, das ist Black Shadow und Lightning Bolt. Really? Black Shadow. Black Shadow und Lightning Bolt. Hast du nicht auch Nighthawk vergessen? Achso, Entschuldigung, ja, der dritte. Nur noch der Velvet Assassin. Er hat eine Geschlechtsumwandlung vornehmen lassen und heißt jetzt Blue Velvet. Geil. Und Vertigo. Vertigo. Alter. Wenn, jetzt mal outgeben, ne? Zuhörer, falls du mal ein Sharon-Buch lesen willst und du willst die beste Qualität der besten Qualität, dann liest du Vertigo. Vertigo hat mich sehr unterhalten. Alter, da hängt jetzt Gin Tonic an meinem PC, Mensch. Ich hasse dich. Aber ist das jetzt mein Fehler oder ist es deiner? Ich konnte mein Mundwerk nicht kontrollieren. Hast du etwa Vertigo gelesen? Ich leg's einfach ab. Ich glaube, er hat alles an Shadowrun gelesen, was seine Finger gekriegt nee. Hat. Schäm dich. Also, Vertigo hast du gelesen. Ihr habt verschiedene Runner-Teams in Stellung gebracht. Ihr habt nochmal eure Ausrüstung überprüft, was eigentlich nur ist, dass man Waffen schnappen lässt und so und ne, cool ist. Und ein bisschen Staub. Ja, 10 Minuten, das ist so eine 10 Minuten Schnittcut-Szene, wo man jede Waffe einmal so klar. Und David hat noch seine Zigarre, die ganze Zeit an war während des Gefechts, in eine seiner oder in jede seiner Schusswunden gedrückt, um das auszubrennen. Das reichte, um sich zu verarzten. Ich poliere meine Schuriken. Mit Meister Popper? Ich poliere meine Kampfpflanze. Hallo? Die ist so scharf. Ich schärfe mein Kampfmesser. An der Laterne? Ja. Natürlich. Natürlich. Okay. Weil meine Spucke ist giftig, denn ich bin Poison. Nein. Schneide ich nicht. dieses Schwert ist mit dem was passiert mit dem Tönchen gibt er aber was hat keine gute musst. Oh, das muss ich häufig. Da, womit wir wieder bei Vertigo werden. Das war ein Fehler, dass du uns in diese Welt geschickt hast, Trolli. Ich habe bisher den Fehler nicht erkannt, wieso? Weil wir so albern sind, dass wir da noch nichts Ernstes mehr spielen Alberer können. Ist König, Sog. Sog? Was? Oh Gott, dieser Witz wird auch nicht besser, nur wenn man den kennt. Doch. Er wird besser mit der Zeit. Wie ein guter Wein wird er Essig. Also. Essig nicht. Oh Gott. Ich bring mich um. Wir sollten können wir auch den Boden der Tatsachen kommen. Wir spielen ja Shadowrun, das ist ernst, okay? Ey, wir haben Bane im Team, das ist super ernst.
Sophie verkloppt gerade. Dass sie mich eines Tages finden würden. Ja, Sophie verkloppt gerade irgendeinen Gänger, der noch übrig ist. Ja. Hauptsache, Bane, wir haben keine Katzenschamanen. Und Bane tritt dann irgendwann neben sie und schießt dem Typen noch in den Kopf. Du kannst jetzt langsam mit dieser Nahkampfscheiße aufhören. Und das ist das Letzte, was er heute sagen wird. Meinst du, die DIN-A4-Seite ist zu Ende? Die DIN-A4-Seite ist schon lange zu Ende. Die DIN-A4-Seite, das war eine Zeile, Alter. Ja, nee, aber der Witz ist, ich habe mal aus Spaß den gesamten Dialog dieses Kurzfilms von 20 Minuten aufgeschrieben. Glaub, es passt auf eine DIN-A4-Seite. Oder 40, weiß ich nicht mehr. Der ging sehr lang, weil da sehr viele Kampfsequenzen dabei waren und sehr viel Bane. Ja, auf jeden Fall passte das auf eine DIN-A4-Seite. Das ist echt gut. Was mit Gunfist? Gunfist ist aber hier im Ablenkungsteam, oder was? Gunfist? Ich dachte, der beschützt Matryoshka. Hä, nein. Okay. Ja, dann ist Gunfist im anderen Ablenkungsteam. Der heißt ja so, weil er quasi seine Cyberhände, die kann er ja losschießen mit so einem Raketenantrieb. Der arbeitet mit Vertigo zusammen. Of course. Hm. Der Cyber-Typ und die Katzenschamanin, weißt du doch. Oh Gott, man kennt es. Die Katzenschamanin. Doch, genau die. Ist Vertigo schlimmer oder ist die schlimmer, die eine Cyberklinge in ihrer Vagina hat? Vertigo ist schlimmer. Okay. Ja, das ist ja ein ernsthaftes Buch gewesen. Deswegen ist die schlimmer. Mhm. Und du hast uns gesagt, wir sollen so dumm. Das ist ein ernsthaftes Buch gewesen. Du hast gesagt, wir sollen so dumm sein, wie wir in irgendeiner Form sein können. Also finde ich meine Muschi-Klinge eigentlich, ich finde die super, völlig adäquat. Ja, du hast sie auch benutzt. Ja klar, wenn ich so ein Item habe. Und das, obwohl sie gerostet war. Ich dachte, sein Schwanz ist gerostet. Nee, das waren deine Worte, dass sie rostet, weil er so hot war. Ja, ja, stimmt. Die ist gerostet, weil er so hot war. Ja, stimmt. Man kennt es. Ja. Ja. Der war so hot, das hat den rostfreien, was auch immer es war, zerfressen. Der war hotter als die Notre Dame. Ist quasi saurer Regen, ja. Oder schlimmer. Wie man in bestimmten Kreisen auch sagt, die hottere Flamme. Wow. Ich fand das übrigens sehr traurig, okay? Ich bin historisch. Das haben wir letzten Spielabend gehört, ich habe es rausgeschnitten, damit dieser Witz jetzt besser zur Geltung kommt. Achso, okay. Nürti steht da immer noch rum, ne? Wir fahren. Unsere Haare wehen im Wind, ja. Ah, ja. Das ist, ich habe keine Haare, ich habe einen tätowierten Schädel. Es war auch Werbung. Der weht im Wind. Der weht im Wind. Deine Kapuze flattert ein bisschen das im Wind. Toupet. Genau. Meine langen Haare wehen im Wind. Ich schnipse die Zigarette aus dem Fenster. Go. Also, euer Plan ist jetzt, der Strom fällt aus und ihr fahrt rein zur Futterein. Ich frag nur, ne? Und ihr fahrt rein und bumm. Na klar, wir haben ja erstmal die ganzen Ablenkungsteams, die dafür sorgen, dass niemand mehr den Haupteingang bewacht. Nee, ich frage ja nur, weil bisher seid ihr nur losgefahren. Ja, nee, wir haben ja die ganzen Ablenkungsteams, so wenn wir kurz davor sind, fangen die an und dann ist klar, dass halt an einer Stelle irgendwie, ne, also die Ablenkungen kommen dann zur Geltung, sodass der Haupteingang frei ist, denn da richtet ja niemand mit, dass wir da reinkommen. Es geht sind nie nur jemand durch den einsame Haupteingang. Wir gehen natürlich als Sanitäter-Team da rein, wie immer. Natürlich. Ja. Ich habe einen heißen Krankenschwester-Outfit. Ich bin der Totengräber. Okay, ihr habt halt Bane mitgenommen. Ihr fahrt als Sanitäter da rein. Und, Bane ist doch im Ablenkungsteam. Nein, der ist doch bei euch. Ja, stimmt, der ist bei uns. Ja, du hast recht. Also, Sanitäter-Team. Ihr habt den Wagen perfekt, ihr habt die Kleidung, die ihr euch vom Leib reißen könnt. Und dann seid ihr voll fies drunter und alles. Das ist schon korrekt. Na, Bane auch. Ihr fahrt da rein, ihr hört Schusswechsel von anderen Seiten der Arkologie, der Pyramide. Und Bane wird aber einfach zu ungeduldig und springt quasi aus dem Fenster aufs Dach und dreht sich im Kreis, während er halt die Leute über den Haufen schießt. Ist halt Bane. Ja. Steige aus dem Auto aus und verschwinde in den Schatten. Of course. Ich steige aus dem Auto aus und eile zu den Verwundeten, um nicht aufzufallen. Gott sei Dank sind sie da. Haben sie gesehen, dass jemand auf ihrem Auto... Vorsicht! Oh Gott, sie haben recht! Hier, nehmen Sie meine Keykarte zum Sicherheitsraum, dort können Sie sich verbarrikadieren. Danke, Schätzchen. Du musst doch einmal so deine Brüste zusammendrücken, während du bei ihm... Ich ersticke ihn mit meinen Brüsten. Okay.
oder so. Er hat einen schönen Tod. Ich glaube nicht, dass es ein schöner Tod ist. Ich habe gesagt. Schöner Tod. Okay. Zwei der Waffen mit meinen Waffen haushalten. Was hat Daddy gesagt? Ich überfahre zwei Wachen. Natürlich. Ja. Es ist noch eine Wache da. Mindestens eine, ja. Je nachdem, wie viel du jetzt noch töten willst. Genau. Nee, weil ich spring von hinten auf sie drauf, ja, und umschling quasi mit den Beinen den Hals und drehe mich dann einmal. Hast du von Fjander gelernt, ja? Natürlich. Of course. Ja, es schnappt laut und sein Kopf ist um 180 Grad verdreht. Natürlich. Aber kein Blut, weil es ist FSK 12. Of course. Gut. Ja, wir gehen rein. Wir gehen voll Casualty quasi da, einfach rein in die rein und ja. Ich schnapp mir von den Waffen zwei Sturmgewehre und halte die dann so Akimbo-Style, während ich nach vorne renne. Also während David voll casual da reingehst, hast du dich anders entschieden, genau. Gehst da an ihm vorbei und knatterst du die ersten Leute weg. Das sind zwar jetzt Zivilisten. Das ist egal. Kolle 3 Schaden, muss man den kaufen. Das konnte ja keiner wissen. Das ist eine Aztec-Schweine. Naja, ich zwinker der etwas verwirrten Empfangsdame noch zu. Und dann knattert euch daran vorbei. Sie wird rot und seufzt und greift sich an den Hals. Sehr schön. Dann schieb ich sie. Und dann wird sie von einem Querschläger getötet. Ja, ich drücke ihren toten Körper vom Stuhl. Schießt ihr die Augen oder was? Nee, ich werde mich natürlich kurz einmal im Empfang dazu einrichten. Wo ist denn hier unsere Zielperson? Also suchst nach Fyrdus Fokatl. Nein, ich suche nach unserem Johnson. Nach dem Johnson. Nach der Schieberin Matrioschka, Johnson. Meinst du? Ja, Schieberin nicht. Hier, das Gespräch zu Matrioschka ging so. Von hier. Okay. Eben. Aber und Mr. Johnson findest du da tatsächlich nicht. Nee, aber die Nummer. Fyrdus Fokatl. Okay. Da muss ich jetzt tatsächlich mal würfeln. Ich guck im Sicherheitsraum nach Fyrdus Fokatl. Der ist da nicht, aber da findest du ein paar. Ja, aber Kameras und all so ein Scheiß, wo ich ihn finden kann. Warte mal. Also Punkt 1. Sophie geht in den Sicherheitsraum, bringt, wie sie mir gleich beschreiben wird, die drei Wachen, die da drin sind, um. Die sind hier voll Körperpanzerung, das sind ja schon eher drei gerade. David sucht in der Matrix nach der Nummer. Die ist nicht mehr vorhanden. Ich öffne das Archiv. Ich öffne das Archiv und guck danach. Ich würde gerne durch Gibt's die nicht. Lüftungsschächte krabbeln, bis ich vielleicht durch Davids Anleitung irgendwie mit Überwachungskameras die Zielperson finde. Welche von beiden? Ist mir egal. Of course. Du bist erstmal in Lüftungsschächten. Sophie tötet die Leute. Ja, ich töte die Leute. Ja, wie? Naja, so, Moment, ich... Die haben Vollkörperpanzerung, richtig? Mhm. Die haben aber ihre Helme noch nicht auf. Die haben ihre Helme nicht auf? Nee. Ja, dann werde ich quasi mit den Feuerlöschern, die ich da auf dem Weg finde, dass den Raum mit CO2 fluten. Die werden alle ersticken. Jämmerlich. Lass mich kurz überlegen. Das ist jetzt schon ein bisschen unspektakulär. Ich finde das gut. Lass mich hier einen Vorschlag unterbreiten. Aber nicht, wenn ich die Tür aufreiße. Den ersten, mit dem ersten, diesen einen, also den ich habe ja drei Typen, zwei Feuerlöscher. Warte. Dem ersten trete ich ins Gesicht, während ich die beiden Feuerlöscher ins Gesicht des rechten und des dann jeweils linken. Du schlägst mit den kleinen Dingern die Zähne aus und stopfst sie in den Mund, meinst du, ne? Ja, ich stopf sie ihnen in den Mund, drück voll drauf, sodass ihre Körper mit CO2 geflutet werden. Und die Stühle noch an die Wand klatschen, auf denen sie sitzen. Ja, selbstverständlich. Die sind quasi schockgefrostet, wenn ich mit denen fertig bin. Ja, ja. Du stellst fest, dass es Sandfeuerlöscher sind. Das macht das Ganze nicht weniger tödlich. Das hat keiner Ahnung. Nö.
Aber dann sind sie halt in der Sand gefressen. Mhm. Und dann puste ich noch einmal den restlichen Staub von den Feuerlöschern, wie man den Rauch von Pistolen runterpustet. Der letzte, der da irgendwie, dem ich ins Gesicht getreten habe und der jetzt ein wunderschönes Bindi von meinen Pfennigabsätzen irgendwie zwischen den Augen hat, der ist ja noch nicht tot. Aber dem kann ich jetzt, das ist ein Sicherheitsraum, ne? Dem binde ich sein eigenes Schnuffituch, das er bestimmt dabei hat, von seiner kleinen Schwester, ums Gesicht und kippt den Kaffee drauf, den heißen, brühenden Kaffee, so dass er erstickt, weil er keine Luft mehr bekommt. Bodus den mit heißem Kaffee? Ja. Das ist das Beste aus allen Welten, ja? Ja, ich muss mit meinen Waffen haushalten. Also, nee, das ist richtig, das ist richtig. Den muss ich doch irgendwie, ne? Und dann verschaffst du David Zugang zum Knoten des Sicherheitsraums? Ja, klar. Nice. Mach David einen eigenen Account. Naja, das kannst du nicht. Du bist kein Hacker, aber du kannst einfach deinen Taschensekretär daran klappen. Und ja, mach ich. Und ich gucke, wo Firtus Fokattel ist. Firtus Fokattel. Na, da David dann die Kontrolle übernimmt, guckst du garantiert nicht. Peter guckt in den Lüftungsschächten rum, aber das ist ja ein relativ großes System. Du musst ab und zu halt mal gucken, dich orientieren und so weiter. Du willst auf die Anweisung von David warten, genau. Und David findet dann Firtus Fokattel schließlich, nachdem er Zugang durch Sophie hat. Natürlich im Moment, nein, was rede ich nach? In der Spitze der Pyramide. Wie denn auch sonst? Dort, wo es ein, da gibt's einen Raum, der ist ziemlich ominös ausgeschrieben, also so Konzernsprache kennt das ja, dass die Leute halt nicht wissen, was es sein soll. Also da steht hier drauf Blutmagie und da ist er. Achso, natürlich. Da ist er drin und ihn wollten wir extrahieren. Ja. Genau. Ich nehme ganz viel Verband und Pflaster mit, um zu verhindern, dass Blut läuft. Und Kompressen. Genau. Ihr habt doch bestimmt hier in meinen Armen natürlich einen Taser-Schocker eingebaut. Du hast doch alles eingebaut. Genau. Dann würde ich quasi von über. Ist er denn alleine? Frage ich David. Nein, Moment. Ist Raum er denn alleine? Drei. Blutmagier am Werke, einen kräftigen Geist zu beschwören, damit man die Eindringlinge abhalten kann. Des Weiteren zwei Wachen, die den bewachen und insgesamt sechs Subjekte, die man für das Ritual noch in irgendeiner Form braucht. Inklusive Firtus. Mhm. Kann nicht ich, ganz. Kann ich denn kann ich denn quasi von über den durch den Lüftungsschacht treten? Natürlich. Ja, weil dann würde ich folgendermaßen das angehen. Die beiden anderen würde ich versuchen, im Fall mit meinen eingebauten MGs anzuvisieren und niederzuballern. Und sobald ich quasi auf dem Boden bin, würde ich ihnen mit meinem Schocker eine mitgeben. Das ist der Plan. Wem eine mitgeben? Dem Obermufti, da den wir mitnehmen wollen. Firtus Fokattel. So. Gut, Firtus Fokattel nur für dich. Das ist so ein Typ, der ist ungefähr 1,70 groß. Mit so Locken kürzeren, aber außer oben, da hat er Platte, die hat er Haare drüber gekämmt und drüber gegelt auch. Er hat so einen weißen, ramschigen Anorak an, darunter einen Wollpullover und Schlackhosen und so halbe Wanderturnschuhe und du taserst ihn halt einfach rum. Und die anderen beiden erschieße ich. Die anderen beiden erschießt du. Was mit den drei Beschwörern? Du siehst übrigens, dass in ihrer Mitte zu den Füßen der drei Beschwörer liegen schon drei Opfer, die irgendwie ausgeblutet sind. Und dann läuft das Blut halt lustig in so ein Zeichen rein. Und da bildet sich schon so ein Ball. Scheiße. Na, wie viele Bandgranate? Ich schmeiß Kompressen rein, damit das Blut aufgesaugt wird. Ich bin noch nicht da. In der Spitze der Pyramide. Wieso war ich nicht auf dem Weg dahin? Weil der vorgelaufen ist. Ich habe doch natürlich einen Airburst-Granatenwerfer eingebaut. Ja.
Mit dem würde ich quasi den mittleren von denen anvisieren und dann voll reinramschen. Was ist das für eine Granate? Brand. Nimm Brandgranate. Wie groß ist der Raum? Also bin ich weit genug weg von denen? Irrelevant, weil dein Trenchcoat die Explosion abfangen wird. Nein, nicht die Explosion, sondern den weißen Phosphor. Ach, den weißen Phosphor. Er ist groß genug, aber dann ist nicht klar, ob für das Fokattel mitgephosphort wird. Ja, dann würde ich ihn mit dem Fuß irgendwie wegtreten davor. Bam. Wow. Und dann weißen Phosphor, ja. Na klar, muss er Spaß machen. Ein Meer aus Schreien und zu wenig Sauerstoff in dem Ding und Hitze und Tod. Sophie bricht in dem Moment, und David auch, durch, ihr seid mit dem Fahrstuhl hochgefahren. Beziehungsweise der Fahrstuhl war euch zu langsam, ihr seid durch den Fahrstuhlschacht geklettert am Seil entlang. Ich würde herumwirbeln, wenn sie den Raum betreten, ne? Eine Sonnenbrille hervorholen. Naja, und treten die Tür Seil entlang. Ich habe mit meiner Enterhakenkanone mich hochgezogen, Mann. Ja, das auch, ja. Ich wirbele herum, eine Sonnenbrille hervorziehend, sehe sie an. Ihr seid spät. Wer von euch? Ja, ich baller halt nach links in den in den Gang, wo halt das Einsatzteam kommt, mit meinem vollautomatischen meiner vollautomatischen Sturmkanone und so zwischen den 10 Salven, die ich da reinsetze. Wir kommen genau richtig. Ich habe eine kurze Frage. Du hast gesagt vollautomatische und dann Sturmkanone. Sturmkanone, ja. Of course. Alter, ist das ein Gemetzel. Ich bringe Ferdus Fokattel in Sicherheit. Ah ja, okay. Ich möchte darauf hinweisen, ich habe euch jetzt einen Willenskraftpunkt gegeben. Das heißt, David hat 6 von 5, Sophie hat 6 von 6 und Rasmus hat 5 von 4, ja? Das ist nur einmal, dass sie mehr können haben könnt als Maximum, aber ihr habt es euch verdient. Sehr geil. Du bringst Fürdos Fokattel in Sicherheit, der etwas schnauft auf Sophie, auf deinem Rücken. Und wenn du da halt so durch den Raum rennst und wo alles in Flammen steht. Na, ich weiche jeder einzelnen Flamme aus. Ich nehme irgendein Trümmerstück, was auf dem Boden ist. Als Key-Adeptin nehme ich es quasi mit dem Fuß, also ich kicke es mit dem Fuß hoch. Und trete es dann so, dass es quasi wie so ein Dings, keine Ahnung, wie das heißt, Hacky-Sack, genau durch die Gegend fliegt, dann gezielt ins Auge von einem der Blutmagier. Denn wenn man Magiern die Augen kaputt macht, ist das ja bekanntlich immer gut. Naja, ich sag mal, er ist dann tot. Ja, siehst du, da habe ich doch erreicht, was ich wollte. Ja. Wenn man ihnen ein Stück Metall durch die Augen in den Kopf rammt, ist das meistens gut, du hast recht. Ja, siehst du, dann habe ich zumindest damit dann einen der Magier gekillt. Einen der Magier, wohlgemerkt. Ja, das ist schon der dritte. Rasmus hat einen, David hat einen und du hast einen. Ja, dann haben wir doch alles erledigt. Ja, was du noch siehst, während du Fürdus Fokattel dann über die Flammen tänzelnd rettest, ist, dass da liegt ein Buch in den Flammen. Mhm. Das ist in Leder. Nein, Moment! Es ist in Menschenhaut eingebunden. Es muss Gesichtshaut sein, weil da so die Stelle fürs Auge offen ist. Und da hat man dann ein was nehmen wir da, hier ein Saphir statt der Iris reingetan und so. Und irgendwelches schwarzes Quarz statt der Pupille. Und das scheint wohl irgendwie ein Beschwörungsbuch zu sein. Okay. Du musst es retten vor den... ich kann es retten vor den Flammen. Ich rette es vor den Flammen, selbstverständlich. Ja. Ich kann das ja machen mit... Mit dem Brotschieber, der an der Wand steht. Oder du machst es ja auch so, auch gut. Mit dem Brotschieber. Ja, natürlich. Mit dem Brotschieber, weil hier muss ja auch irgendwo ein Ofen sein für die Leichen und so weiter. Ich dachte, da braucht man vielleicht einen Brotschieber. Und der Brotschieber aus Carbon, sie stieß mit ihm in die Flammen, holte das Buch hinaus. Es war gut durchgebacken, aber noch nicht kaputt. Er schmolz zwar, aber es befand sich schon im Fluge und flatterte dann in Sophies Hände. Natürlich. Of course. Wir müssen gehen. Die Verstärkung kommt. Ja. Ihr hört Hubschrauber und Flugzeuge, aber erst als er es sagt. Ja, aber ich würde dann quasi in dem Moment hätte ich schon das Fenster sauber mit einem Glasschneider rausgeschnitten. Das ist okay, aber wenn wir von Fenster reden, dann reden wir von Wand, aber du machst das Gleiche mit der Wand. Dann mache ich das mit der Wand und drücke quasi da so ein Loch raus.
Sag hier lang. Oh, genau, wir laufen an der Außenwand lang. Ja, das ist und würde dann quasi. Wir rutschen quasi wie so ein, auf so einem Stück Trümmer, wie so Bob-mäßig, ja. Schlittenmäßig an der Pyramide runter. Genau. Halt surfend, sagst du? Ja, wir surfen auf, an der Pyramide runter. Ich würde natürlich mein Cyberarm benutzen, um so ein bisschen die so Bremswirkung zu erzeugen. Mhm. Ja, ich schmeiß ein paar Drohnen weg. Also von mir weg und gibt denen den Befehl, dass die auf die Hubschrauber fliegen sollen und da vor den Hubschraubern explodieren sollen, beziehungsweise an den Hubschraubern dran. Und ich nutze nutze die Absätze meiner Schuhe zum Lenken, wie bei so einem Schlitten. Of course. Ja. Wenn ihr dann fast ganz unten seid, der Hubschrauber trudelt dann halt, oder die Hubschrauber, die abgeschossen sind, einer kommt so in ungefähr in eure Flugbahn, aber ihr könnt natürlich Ich schmeiß eine Schurike, ich habe sie noch nicht benutzt, in den Rotor rein, sodass der Rotor kaputt geht. Und der Rotor wird damit langsamer, ihr könnt im richtigen Moment abspringen, auf dem Rotorblatt landen und von da aus weiterspringen und galant auf dem Dach eures Vans landen. David, mach das Dach auf. Jo, mache ich natürlich im Flug, dass wir auf den Sitzen liegen. Ja, wir lassen auch auf den Sitzen, genau. Ja, und der Motor läuft natürlich schon und gib ihm, würde ich sagen. Ihr gebt ihm. Für den Comedy-Faktor lande ich so, dass die Beine auf der Rückenlehne sind. Und am Vordersitz. Genau. Und bleibe dann auch so liegen. Und ich habe mir an den Flammen, die aus der Pyramide raus sind, noch eine Zigarette angezündet. Ich gucke nach hinten, sehe, dass wir unsere Zielperson haben und sage, als wir halt durch die ganzen Explosionen fahren, nehme meine Zigarre raus, ich liebe es, wenn der Plan funktioniert. Ich würde dann natürlich auch eine Zigarette ziehen und sagen, gib mal Feuer. Fyrdus Fokatl hustet und gibt dir Feuer. Guten Tag. Fyrdus, alter Junge, wie geht's dir? Ach, na ja, ich weiß nicht, es war ein bisschen beengt in meiner Zelle, muss ich sagen, aber es ist ja freundlich, dass die gekommen sind. Und gefällt's Ihnen hier? Ich find's ja ein bisschen zu aufregend manchmal, ich mag ja auch ein bisschen das Ruhige, das habe ich hier gar nicht so gefunden. Wer sind Sie denn? Er guckt so. Aufregung ist ein Fremdwort für mich. Wir sind das Team Riesenadler. Ah, die Riesenadler. Wie bestellt, hervorragend. Er drückt euch jedem einen Credstick in die Hand. Sie müssen wissen, das war ganz verrückt, ich habe ja touristische Immunität und deswegen durfte ich natürlich noch einen Anruf machen, bevor die mich dann eingesperrt haben. Und da habe ich dann versucht, hier zu buchstabieren, wie hier, ne, Fokatl als Auftraggeber, ne. Aber leider, egal wie ich es versucht habe, mit buchstabieren oder mit ganz langsam sprechen, die haben immer verstanden, Jonsohn. Ganz verrückt. Ja, das ist hier üblich. Was ist nicht alles? Naja, andere Länder, andere Sitten. Nicht wahr? Und sind Sie einfach so unterwegs gewesen, um zu mir zu kommen, oder? Die sieben Zwerge. Ach, der Wurzelpeter. Der hat das schnell mitbekommen, das ist schön. Würden Sie ihm dann bitte dieses Reisetagebuch geben, ja? Selbstverständlich. Sophie verstaut es zwischen ihren Brüsten. In ihrem Latex-Kostüm. Of course. Aber oh, das knickt vielleicht. Naja, gut. Andere Länder, andere Sitten. Könnten Sie mich nicht davon rauslassen? Da wartet da mein Reisebus. Ja, klar, mit quietschenden Reifen und komme ich dann natürlich dann zum Stehen und. In einer eleganten Drehung, sodass er quasi aussteigt und am Eingang des Reisebusses ist. Wenn er aussteigt, würde ich ihn nochmal am Arm greifen, ihm tief in die Augen blicken. Leben Sie wohl, Fokatl. Live long and prosper. Würde ich ihn loslassen, nach vorne blicken, mir tief die Kapuze ins Gesicht ziehen. Ha, das sind aber alles freundliche Leute. Guten Tag, hier, nach Arkovia bitte. Er zeigt ihm so einen Reisepass, den er hat. Gott. Ich liebe Fokatl. Und der Reisebus fährt dann los und mit einem Lichtblitz verschwindet er zwischen Realitäten. Ich guck mal in dieses Beschwörungsbuch rein. Also erstmal werdet ihr leider aus der Welt verschwinden. Ah. Okay. Denn ihr habt ja von eurem Johnson die Bezahlung bekommen. Stimmt.
Auf den Credsticks sind insgesamt also 3x2 Glamour drauf. David, du wirst das ja vermutlich verzeichnen. Und ihr springt dann zurück in die Welt eurer Freistadt, wo der Herr Wurzelpeter sitzt und der hat irgendwie ganz viel von Davids von Davids Essen, was er irgendwie in der scheiß Taverne da hatte, ja, irgendwie schon gegessen. Der hat, dem ist auch ein Bart, der hatte vorher schon einen Bart. Der Bart ist länger? Der Bart ist länger und der riecht ein bisschen. Zur Seite, ja. Ist alles gut gelaufen? Sophie klopft sich mal ab, wo sie das Reisetagebuch hat. Zwischen deinen Brüsten. Okay, sie holt das Reisetagebuch zwischen ihren Brüsten hervor. Es riecht nach, habe ich das Wort vergessen. Nein, warte. Schwarzpulver. So wie es mag. Ja. Danke. Und geht's dem Jungen gut? Ja. Der ist jetzt nach Arkovia aufgebrochen. Aha. Da muss ich ja schon wieder irgendwelche Riesenadler fertig machen. Bisher wirkte er noch ganz fidel. Ja, na klar, ich sehe das bloß schon kommen, dass er in einem Monat dann wieder irgendwo bei irgendwelchen Nekromanten im Keller hockt und mit Skeletten redet. Apropos Nekromanten, sie guckt mal nach ihrem, nach dem Beschwörungsbuch. Du hast es. Willst du es vor den 7 Zwergen präsentieren, dass es in deinem Besitz ist? Nein. Gut. Du hast recht. Habe ich Pewterschmidt noch? Was war denn Pewterschmidt? Meine Pistole. Die Antwort lautet nein. Oh. Ich brauchte Pewterschmidt. Und war gut sonst? Hat Spaß gemacht, ja. Falls ihr generell mal irgendwas kaputt machen wollt oder so, wir bieten die Reise an für 5 Glamour pro Person, völlig problemlos, wenn ihr euch halt ein bisschen wehren könnt. Machen wir das gern so als wir können das auch als Führung machen. Ach, mal nicht. Aber danke. Ist das auch als Individualtrip möglich oder muss das so pauschalreisenmäßig sein? Nee, natürlich, wenn du das alleine aufbringen kannst, dann kannst du das auch als Individualtrip machen, selbstverständlich. Es ist, ja. Na, die Kosten sind ja die gleichen, ob er das alleine macht oder mit mehreren zusammen. Die Kosten sind die gleichen, aber manchmal ist es ja einfach, wenn man zusammen das irgendwie zusammenkratzt, als wenn man das alleine versucht. Das ist auch egal. Ja. Ich danke euch und ich hoffe, ihr habt irgendwie was looten können. Nö. Oh, eine Kleinigkeit. Wichtige Frage noch. Habt ihr irgendwo Horizon gesehen? Horizon? Nö. Was ist das? Es ist die schlimmste Zeitlinie. Okay, gut. Dann vielleicht das nächste Mal. Gut. Wir danken euch. Immer doch. Gerne. Boah, hab ich mein Comlink? Hab ich mein Comlink noch? Nein. No! Wir haben uns umgesehen, die Geige bekommst du dann in 2-3 Tagen, deinen Stab, wir sind auf der Suche, aber es ist komplex, wir sind weiterhin dran. Und David, mit deinem Lehrmeister kannst du Mitte des Jahres in Kontakt treten. Cool. Was bedeutet komplex? Das heißt, dass wir unsere besten Chancen sehen, wenn wir das Orakel des Herbstes finden und ihn, ich will nicht sagen beschatten, aber doch eigentlich genau das. Und auch mit dem habe ich auch noch ein Hühnchen zu rupfen. Ja, dann mach das doch bitte nicht, bevor wir fertig sind. Wir haben dem Jungen was versprochen. und ansonsten uns informieren, wo er im letzten Leben war und das bedeutet ein bisschen Aufarbeitungsphase. Es gibt eine Quelle, die besagt, dass dein Stab zerbrochen ist durch die Banalität des Berstens, aber dadurch nicht vollkommen zerstört würde. Das ist keine gesicherte Annahme. Wir halten dich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Danke. Ach so, falls ihr wart ja jetzt eine ganze Weile weg. Oh, wie lange waren wir eigentlich weg? Ein Monat. Oh.
Also fast, das sind so 3 Wochen. Ja, Feenkarneval passiert, aber diesmal scheint nicht so viel Interessantes gewesen sein wie letztes Jahr. Sie haben offenbar bei dem Sterblichen haben sie etwas genauer drauf geachtet, wer das dieses Jahr ist. Das ganze Glamour, was angesammelt wurde, ne, für die Freistadt und für den Spaß, den Rasmus hatte. Wo ist der gelandet? Was? Ihr bekommt insgesamt 3 Stück. Dann wäre ich wieder voll. Sonst also wir sind auch voll. Nee, Moment, ihr seid alle erstmal voll, weil ich sehr viel Spaß hatte mit dem, was ihr in der Welt gemacht habt, und die 3 sind extra. Na, dann legen wir die doch mal in Dingens an hier. Kannst du die Credsticks weiter aufladen. Ja, das ist cool. Das klingt gut. Aber nur das eine Mal. Okay. Nicht, dass du jetzt versuchst, immer. Das ist auch nicht gut, all seine Werte auf einem Haufen zu haben, ne? Auf jeden Fall verabschiedet sich dann der Wurzelpeter und bedankt sich nochmal bei Ifyanda, die ihn ja auch mit Honig versorgt hat und so weiter und geht dann. Als er weg ist, holt Sophie dieses Beschwörungsbuch raus. Hat sich immer noch zwischen ihren Brüsten versteckt. Ja. Sophie hat ein Kleid an, wo man das sonst nicht verstecken kann. Also fürchte ich ja. Und ja, es riecht nach Schießpulver. Ich finde das sexistisch, ich habe nicht so einen guten Versteckplatz. Ich hätte dir jeden Versteckplatz, wenn du gesagt hast, ich habe eine Tasche dabei, dann hätte ich dir das gegönnt. Sophie streicht mit den Händen darüber und schlägt es auf. Ich nehme an, wie man das so macht, willkürlich. Ja. Gut. Auf Seite 2. Damit man nämlich die Widmung sehen kann. Meinen Eltern. Für Elise ist die Widmung. Könnt ihr bitte aufhören, so zu tun, als wärt ihr Menschen von Kultur? Ja, schönes Lied. Ich kann das demnächst mal für euch auf der Tuba spielen. Seite 2 erstmal ist ein Fünftel der Seite oben rechts wird ausgemacht davon. Also Link MTS, ne? Und das Papier ist unfassbar alt. Das heißt, dass da auch vieles irgendwie vergilbt ist an Worten. Das, was Sophie übrigens ist. Ja. Das ist Wappen der Elund. Das ist Elund-Haus, ne? Ja. Ja, das ist Wappen der Elund. Na, und du hast. Das ist auch eine Sprache, die du nicht genau zuordnen kannst, aber du kannst sie übersetzen. Wurf ist geschenkt, Glamour ist meinetwegen auch geschenkt. Alles, was du rausziehen kannst, ist Scharsul, der fruchtbare Böden zu Staub verwandelt, der Auserkorene des Obelisken des Feuers, ein Titan der gleißend hellen Höllen von Domastral. Scharsul, der wieder und wieder das Gezücht der Schub zu Asche verwandelte und unser Land reinigte. Scharsul, den wir von unseren Welten verbannten, als er begann, unsere Sümpfe zu trocknen, unsere Wälder in lodernde Infernen zu verwandeln und selbst unsere Gebirgskämme zu glitzerndem Glas einzuschmelzen. Ich schlage das Buch willkürlich in der Mitte auf. In der Mitte. Jetzt muss ich natürlich nachgucken, weil ich 347 Seiten vorbereitet habe. Also in der Mitte. Mittig. Ist ein anderes Zeichen. Das ist so eine Art Pyramide mit einem schwarzen Fleck in der Mitte, kreisrund. Und da steht: Wir beschwören die Dunkelheit, die die Feinde in gähnende Leere verwandelt. Wir beschwören das Zentrum der Leere, ein immerwährendes Ende. Daraufhin bricht Sophie zusammen, schreiend und krampfend. Außerdem die Schrift auf ihrer Haut, die sie da überall hat, blutet. Und das Blut glitzert dann schön so mit der Schrift überall. Wow. Ich mach das Buch zu. Nichts verändert sich. Ja, gut. Sophie, geht's dir gut? Die scheint nicht zu reagieren. Wo wohnt nochmal der Satt? Ich nenne ihm die Adresse. Renn. Ich renn. Okay.
kann ich irgendwie überprüfen, ob sie, also atmet sie noch, krampft, also sie krampft, hast du gesagt, ne? Sie krampft, aber sie schreit auch ab und zu, da ist ja Atmen quasi mit drin. Ja, das ist okay, das ist schon mal positiv. Solange sie krampft und atmet, geht sie relativ gut. Ja, das denke ich auch immer. Immer wenn ich jemanden sehe, der krampft, dann geht's ihm ziemlich gut. Und wenn der blutet aus allen Kanälen. Noch kann sie bluten und noch kann sie atmen. Safe. Ja, blutet das? Tatsächlich blutet ja, genau. Alter auch, wenn sie nein. Nicht mehr gut geht. Wenn sie tot sind, bluten sie nicht mehr. Doch, quasi nur ein Tropfen schafft bestimmt einen Buchstaben. Die Frage ist halt, wie viele Zeichen du auf deinem Körper hattest. Das waren echt viele, ne? Ich geb dir ganzer Körper 3K. War voll davon. Ich geb dir einfach mal 3K. Danke. Aber ja, 2. So viel Blut ist es am Ende nicht. Es kommt einem nur so viel vor. Also ja, du hast festgestellt, Sophie geht's gut. Ja, nee, hab ich nicht, aber ich versuche sie quasi zu halten, sodass sie halt sich beim Kampfen nicht wehtut. Dass sie irgendwo auf irgendwas raufbeißen kann. Zum Beispiel. Halt einfach den Kopf auf den Boden. Zum Beispiel. Okay. Du hältst sie fest und hältst den Kopf auf den Boden. Okay. Rasmus, während du quasi fast schon in das Boot einsteigen willst, hörst du Davids Geschrei. Was? Naja, du bist in das Boot, um quasi den kleinen Fjord lang zu fahren, um aus der Freistadt rauszukommen und einen Satz zu holen. Aber als du den ersten Huf ins Boot setzt, hörst du, wie David schreit. Und auch hörst noch ihn zu Boden plumpsen. Rette sich, wer kann. Das ist eine gute Idee. Ich werde trotzdem Herrn Satt holen. Okay. Du rennst so schnell dich deine Beinchen tragen oder Fahrrad oder so. Ja, ich renne so weit mit meinen Beinen tragen. Du hast recht. Ich bin Bruce Willis, ich darf das. Ich bin Bruce Willis. Du klingelst, meine ich natürlich. Und der Wanst macht doch auf. Wo ist Sandro? Entschuldigung. Nicht da. Hey, wo ist Sandro? Doch, der ist da. Nö. Tag nicht nö. Der ist Tee trinken. Wo will der denn Tee trinken? Woanders? Wo denn? Weiß ich nicht. Ah! Sie hält hier eine Salami hin. Nee, es ist eine Beefy. Ich nehme die Salami und renne weg. Die Beefy. Ich wollte dir nur die Hälfte geben, du Arsch! Okay, du rennst weg. Ich laufe zu Claudius. Scheiße, den ganzen Berg wieder hoch. Ja, du stehst dann ziemlich erschöpft jetzt und ein bisschen verschwitzt vor Claudius' Tür. Klingelst da und Claudius kommt auch. Ich hämmer dagegen und rufe Claudius! Nimm mal deine Wichsgriffe hier weg. Kennst du dich mit Flüchen aus? Siehst du oder aus? Oder sowas? Was? Siehst du aus? Ja. Nee. Scheiße, kennst du irgendwen, der sich damit auskennt? Sophie und David sind gerade in der Freistadt umgekippt und bluten. In der Freistadt sind die doch nicht in dem Flur liegen. Ja doch, da war irgend so ein Buch. Ein Buch? Ja, keine Ahnung, irgend so ein Beschwörungsscheiß. In ihrer Freistadt sind die keinem Flur liegen. Alter, die sind da umgekippt, Mann. Komm jetzt mit, wir gucken uns das jetzt an. Ja, du such doch irgendwie vorher wen. Wie soll ich denn suchen mit Flüchen? Denkst du, ich kenne da jemanden? Du kennst doch wohl irgendwen. Aber diese dumme Gletschermuhme wird doch wissen, was in der Freistadt passiert. Scheiße, ja. Gott, komm jetzt mit. Ich komm mit. Ihr fahrt zurück in die Freistadt. Und die Fianda tanzt um die beiden herum. Und summt. Diese blöde Kuh. Lass mich raten, ich bin auch bewusstlos. Ja, natürlich, ja. Kommt gleich. So, das sieht aber gar nicht so gesund aus, was die da machen. Bring mich nicht dazu, dich zu treten. Die Fianda, sind die verflucht?
Nein. Oh Gott. Geht's Ihnen gut? Nein. Scheiße. Was machen wir da? Sie gleitet herüber zu Rasmus, greift seine Hände, guckt die sich an und legt sie auf die beiden. Dann fällt Rasmus schreiend um. Diese blöde Bitte. Du hörst noch wie... Ich liebe sie. Oh. Die kriegt von mir so einen Tritt in die Fotzen, Alter. Das gibt's gar nicht. Die musst du erstmal finden unter den ganzen Binden. Die Fotzen. Also, pass auf. Jetzt, wo wir alle vollständig sind. Das war übrigens kein Railroading. Ihr könnt mich bloß alle mal kreuzweise am Arsch lecken. Ich bin noch im SR-Modus. Ich kann machen, was ich will. Schmeckt nicht. Also, ihr drei steht nebeneinander. Das war kein Railroading. Ja, fick die doch kreuzweise. Ja. Hey, geht's euch gut? Was ich will. Ich glaube, jetzt wird's ernst. Ihr könnt besser als wenn ihr könnt miteinander reden. Es ist aber so hallend und verzerrt, wie als würdet ihr eigentlich, wie als wäre einer unter Wasser und einer über Wasser und ihr würdet miteinander reden. Geht's euch gut? Gut, gut. Und ja, euch geht es gut. Gut, gut. Sophie will sich orientieren. Okay, die hebt aber kurz die Hand zum Zeichen, dass es ihr gut geht. Die Welt nimmt langsam Gestalt an. Ihr seid ziemlich durchscheinend und irgendwie flatterig. Und das Erste, was ihr seht, ist eine Sophie als Ski. Das reimt sich und deswegen ist es gut. Mit normaleren Augen, als sie es jetzt hat. In einem feinen Kleid. Stolz das Wappen der Elund tragen, die in ihrem Thronsaal auf und ab geht, erzürnt gar mit dem Schriftstück in der Hand. Wichtig, sie hat Schuhe an. Außerdem trägt sie Schuhe. Hey, Memory Lads, ich lieb den Scheiß. Hey, was zum Fick? Gucken und begeistert sein. Alter, wir sind blutend umgekippt. Ja, David hat nicht geblutet. Ja, gut. Das sagt er jetzt nicht. Ich möchte den Spannungsmoment aufrechterhalten. Vernünftig. Naja, momentan blute ich nicht. Alles easy und wir gucken mal, dass sowas passiert. Sophie versucht sich zu erinnern, was irgendwie hier passieren wird. Keine Chance. Sie tritt hinter ihr eigenes Selbst. Mhm. Versucht in ihr eigenes Selbst zu treten. Nope. Also du kannst in dein eigenes Selbst treten, das ist nur nicht besonders spannend. Okay, sie guckt auf dieses Schriftstück. Ah ja. Es ist ein offizielles Schriftstück, in dem sich Mutter Elund und Hochkönig Dougal darüber einigen, dass die Grafschaft ihrer Exzellenz Sophie abgetreten werden muss, wegen der hilfreichen Unterstützung, die Hochkönig Dougal der Elund im Krieg der Jahreszeiten zukommen ließ. Die Elund Sophie sagt irgendwann mit fester Stimme mit Sicherheit niemals. Das tut sie tatsächlich. Dann geht sie auf den Balkon ihres Schlosses und zerknüllt das Papier. Okay, what happened there? Es gefriert in der Luft, fällt zu Boden und zerplatzt in 4000 Stücke. Das stimmt. Wenn ihr, ich nehme an, ihr folgt so ein bisschen zumindest mit Blicken. Ja, das ist eine Welt, wo die Menschenwelt und die Feenwelt oder die chimärische Welt noch eins waren, aber es gibt schon hier und da Zerwürfnisse. Sophie folgt ihrem eigenen Selbst, das möchte ich jetzt gerne hier anmerken. Da muss ich es nicht immer sagen. Natürlich. Die steht da eine Weile und dann bricht sie auf mit dem Mantel der Unsichtbarkeit, den konnte ja jeder damals, und sie reitet auf Barnaby durch ihr Land oder ihre Lande, und kurz vor der Landesgrenze zieht sie sich den
einen irgend so einen schlechten Mantel, also schon einen guten Mantel, sie ist ja eine Ski an, aber sie wälzt, drückt ihn kurz in Schnee, zieht ihn einmal an einem Ast entlang, dass da ein kleiner Riss ist, sie macht ihre Frisur etwas unordentlich und zieht die Beine extra durchs Gestrüpp, bis sie zufrieden ist und sie überprüft ihr Spiegelbildnis dann zufrieden auch in einem kleinen zugefrorenen See. Danach reist sie weiter zu Fuße gar durch die Lande des Hochkönigs Dougal und achtet immer wieder mal speziell darauf, dass man sie erkennt. Zum Beispiel, wenn unter dem Mantel ein teurer Armreif durchrutscht oder wenn ihr Gesicht ein bisschen zu lange zu sehen ist. Manchmal muss sie sich wirklich anstrengen, aber dann kann sie sicher sein, dass sie erkannt wird. Und sie zeigt dabei häufig, wenn sie in Gegenwart irgendjemandes ist, einen gehetzten und verängstigten Gesichtsausdruck. Und sonst scheint sie eigentlich ziemlich entspannt. Nach einigen Tagen der Reise wird sie von einem Ritter Dougals aufgegriffen, höflich und zum Schloss geführt. Und sie stellt sich auch bei ihm als so hilflos und geschwächt von der Reise an, dass er sie auf dem Pferd mitnimmt. Sie bittet und bettelt ihn, dass sie sofort vom Hochkönig Dougal vorsprechen dürfe. Aber das ist natürlich so einfach nicht. Nach einiger Zeit aber und einem kräftigen Blowjob, nein, das nicht, darf sie dann vor den Hochkönig Dougal treten. Hochkönig Dougal, den könnt ihr vermutlich gar nicht richtig erfassen, von dem wie er aussieht. Aber was man sieht, ist, dass er seinen Körper verbunden hat mit eiserner Form, dass quasi sein Brustkorb einfach hier und da durchsetzt ist. Was übrigens nicht banal ist, sondern das ist eine ziemlich natürliche Sache. Er ist ja der König des Eisens. Und er hat sich auch so eine Art Hirschgeweih machen lassen, was ja allgemein Herbstsymbol ist, aus Metall und das in seinen Körper eingesetzt. Aber der ist einfach zu krass. Selbst die Gräfin Sophie braucht bestimmt 5 Minuten, bis sie den Blick irgendwann erheben kann und ihn sich angucken kann. Und obwohl das nur eine Vision oder eine Erinnerung ist, ist es für euch trotzdem einigermaßen schwer, dem das zumindest zu erfassen. Nicht dem Stand zu halten, aber das zu erfassen. Er hört sie also an und sie bittet ihn, fleht ihn an, nicht erst kommenden Herbst ihre Lande für sich zu beanspruchen, da dunkle Ahnungen von ihr Besitz ergriffen hätten, dass sie immer wieder schreckliche Visionen und Träume hat, dass die kleinen Herde dieser Banalität, die man jetzt überall sieht, dass die erste Saat des Vergessens wachsen werde und schließlich aus dem Osten über ihr Land und dann alle anderen komme, dass die Saat des Vergessens ihre Untertanen verschlinge und alles Leben der Feen zerstöre. Und lieber will sie nicht herrschen, als dass sie mit ansehen müsse, dass ihr stolzes und stures Volk, das schon viele harte Winter und den Krieg überlebt hat, jetzt einfach ausgelöscht wird. Der Dougal überlegt eine Weile, nachdem sie das gesagt hat, und mit einer Weile meine ich verdammt lange, und erzählt ihr, dass er auch von diesen Visionen gehört hat und dass ja gerade die Aelun prädestiniert dafür sind, die Zukunft zu sehen. Und dass ihm berichtet wurde, dass einige Menschen schon alte Eide und alte Versprechen, teilweise sogar ganze Feenherrscher vergessen haben und dass diese Feenherrscher nie wieder gesehen wurden. All das beunruhigte ihn, aber der neue Friede zwischen den 4 Jahreszeiten sei noch so frisch und er müsse sich an die Gesetze halten. Erst zum Herbst will er ihr Land an sich nehmen. Sophie beginnt bitterlich zu weinen und zu schluchzen und sie hat Glück, dass sie als Ski keinen Rotz aus der Nase haben kann. Denn wenn jemand ihre Grafschaft und ihre wenn sie als Ski weint, ist das Herz zerreißend. Ja, natürlich. Ihre Grafschaft und ihre Untertanen retten kann, dann nur dieser Hochkönig hier, der die Feen schon vor normalem Eisen bewahrt hat, der es ihnen zugänglich gemacht hat. Sophie verbleibt insgesamt 3 Tage an seinem Hof und sie ist sich nicht zu fein, jeden Tag mehrmals vor ihm auf Knien zu rutschen, zu betteln, zu flehen und zu heulen. Des Nachts, wenn sie sich hinlegt, eine Weile wach da liegt und aus dem Fenster starrt, fängt sie urplötzlich an zu schreien, fürchterlich gar so lange, bis ein Kammerdiener kommt und sie von ihren angeblichen Alpdrücken befreit. In dessen Arme krallt sie sich dann und mit entrücktem Blick halb abgehakt spricht sie, dort steht der Palast, das Zentrum der Leere. Ein immerwährendes Ende, wir werden alle zerbrechen. Die Worte hat sie sich übrigens auf ihre Reise zurechtgelegt.
Wenn der Kammerdiener weg ist und ordentlich verstört und dann später dem Hochkönig Bericht erstattet, ist sie zufrieden und lächelt und schläft dann auch gemütlich ein. Am dritten Tage erweicht Sophie die Gräfin das Herz und den Stolz des Dougal, doch er sieht keinen Sinn darin, sich aufzumachen, ihr Land zu besetzen, um es vor einem unaufhaltbaren Ansturm zu bewahren, wie er es ihr sagt, sondern man müsse doch die Saat aus dem Osten finden, die Feenheit und die Feenheit davor retten, bevor sie austreibe. Und Sophie solle ihm den Ort ihrer schrecklichen Vision zeigen, wo alles den Anfang nimmt. Die beiden brechen auf. Er ist sichtlich besorgt und in der Welt kommt es jetzt auch tatsächlich ab und zu mehr banalen Vorkommnissen, so wie die heute völlig normal sind. Sowas wie, oh, wir können gerade nicht so richtig fliegen. Das ist auch merkwürdig. Sophie führt ihn durch ihr Reich und auch durch ihren Reis und von dort weiter nach Osten in die Baronie ihrer Schwester, der Eilund Janaxia. Nee, wir nennen sie Janaxia. Nennen sie Janaxia, das klingt besser. Dort täuscht sie immer mehr Anfälle vor, treibt ihn irgendwie wahllos tiefer ins Land zu irgendeinem Ort und meint dann zu ihm, dass es hier beginnen würde und dass dort das Zentrum der Lehre entstehen würde, dass dort das immerwährende Ende für alle Feen den Anfang nimmt. Und er legte die Hand auf die Schulter, voll von Determination ist er auf jeden Fall. Meint ja zu ihr, dass er dort den Palast errichtet, eine Sternenschmiede, einen Amboss, auf dem Welten geschmiedet und zerbrochen werden müssen und dass dort eben nicht die Feenheit zugrunde geht, sondern dass dort ein Schild der Feenheit gegen die Banalität entstehen wird. Er greift in die Erde und es setzen sich aus dem Boden und Gestein erste Gebäude zusammen. Er spart dabei nicht an Statuen, die sehr groß sind, von irgendwelchen Ski, die einen Amboss haben und eine Welt darauf liegt und die mit Hämmern behaut. Und durch die verschiedenen Erdbewegungen, die er halt hervorruft, um seine Gebäude zu bauen, wird so ein kleines Heinzelmännchen, das David, quasi von seiner Arbeitsstelle weggestoßen. Und er hat da irgendwie so einen leuchtenden Stein in der Hand. Und die beiden, also David und Dougal, sind dann überrascht, einander zu sehen. Sophie hat sich schon ein bisschen wegbewegt. Und nach einer anständigen Verbeugung Davids, die lange und tief dauert, gehen die aufeinander zu und unterhalten sich scheinbar. Und mehr und mehr der Kuppel der Sternenschmiede wird unterdessen einfach selbstständig gebaut. Der David erzählt stolz, dass das der Traumstein wäre, an dem er schon lange arbeitet, der in der Lage ist, die Feenwelt und die Menschenwelt zu formen, vielleicht sogar Feen zu formen. Und Dougal bietet ihn daraufhin sofort an, für das Gute für alle Feen bei ihm als Vasall zu arbeiten oder später als Vasall erst als Untertan. Und Teil der Errettung der Feen zu sein. Und David ist volle Bude begeistert. David sieht da auch aus wie jemand, der es ziemlich nötig hat, sich zu beweisen. Das klingt falsch. Der extrem motiviert ist, sich zu beweisen. Sophie geht in dieser Zeit einfach weg. Und wenn sie wieder in ihrer Baronie ist, ihrer Grafschaft ist, besteigt sie mit Barnaby Ich würde gerne bei David bleiben, wenn es möglich ist. Das geht nicht. Das ist doch Sophies Erinnerung, oder? Das ist keine Erinnerung, das ist eine Vision. Die Frage ist, ob du dich von Sophie wegbewegen kannst. Ja, kannst du. Warum nicht? Du bleibst bei David, dann komme ich erst zu Sophie und dann zu dir. Sophie geht in ihre Grafschaft, besteigt mit Barnaby einen Berg und sieht, dass... Also erstmal richtet sie ihre Kleidung, ihre Frisur. Dann lacht sie zufrieden, als sie sieht, dass Vasallen des Hochkönigs Dougal in das Land ihre Schwester aufbrechen. Nicht irgendwie martialisch kampfbewehrte Leute, sondern einfach Untertanen, die offenbar die Sternenschmiede bevölkern sollen. Und daraufhin, oder wenig später, landet ein Rabe neben ihr, der sich dann in die Mutter Eilund verwandelt. Und von all dem, was man von Eilund weiß, die ist keine groteske, widerliche, alte, böse Hexe. Sondern die ist schon Ski-typisch, ne? Mit hohen Wangenknochen, extrem weißer Hautfarbe, ebenmäßig, bliblablub. Und ich sage nicht hübsch, weil ich trotzdem nicht glaube, dass es so ist. Das sieht schon sehr alienhaft aus. Ihre Augen sind auch einfach sehr hoch im Gesicht.
Und Sophie fällt natürlich vor ihr auf die Knie, wie es sich gehört. Mutter Eilund nimmt ihren Kopf in die Hände und sie ist sehr zufrieden mit Sophie, denn statt einer Grafschaft der Eilund gibt sich der Hochkönig Dougal nun mit einer Baronie zufrieden. Und die Eilund dürfen zusätzlich noch empört sein, da Hochkönig Dougal einfach mit zigtausenden, zig hunderten seiner Vasallen in eine Baronie aufgebrochen ist, die ihm eigentlich ja nicht zugesprochen war. Und es ist wohl anzunehmen, dass er die Eilund dafür noch großzügig zu entschädigen hat. Mutter Eilund ist wirklich stolz auf Sophie, die sich daraufhin in ihre Grafschaft zurückzieht, ihre Macht gesichert. Und sie sagt ihr zu, also Mutter Eilund Sophie, dass sie sich wegen dieser guten Tat, die sie vollbracht hat, selbst die Grafen und Gräfinnen aussuchen darf, die mit ihr das Land regieren, solange nicht Winter ist. Was nicht selbstverständlich ist. Jedenfalls scheint das so. David und Hochkönig Dougal, er ist einigermaßen unklar, wie er gedenkt, die Feenheit zu retten, auch deswegen, weil er es noch nicht weiß. Aber es geht um die große Bedrohung der Banalität, die irgendwann kommen wird. Und die Visionen der Eilund und anderer Feen mehren sich ja, dass es irgendwann einfach ein gigantisches Zerwürfnis geben soll, dass die Welten voneinander trennt. Und er will hier quasi eine Stätte der Forschung und des Handwerks errichten. Und wenn es nötig ist, sein meinetwegen auch eine Forschung, ein Fort gegen die Banalität, das niemals fallen wird. Und er ist davon überzeugt, dass ein so hervorragendes Stück Handwerkskunst wie der Traumstein oder das, was er jetzt ist, aus dem kann man ja noch viel mehr machen, einen großen Beitrag leisten wird. Und ich glaube, mehr kommt da nicht, weil dann werdet ihr zurückkatapultiert. Okay, wie hat David darauf reagiert? Also, das war halt. Stolz! Er wurde von einem Hochkönig, wurde sein Werk anerkannt. Von dem Hochkönig, der es geschafft hat, dass Eisen, normales Eisen, für Feen nicht mehr der Tod ist. Der war überwältigt, der war glücklich und der Dougal schien auch nicht. Der wollte halt die Feen retten, wegen der Vision, die Sophie ihm geschildert hat. Wie lautet der Eid, den er abgenommen hat? Er hat keinen Eid von David verlangt. Zu dem Zeitpunkt hat er gesagt, er lädt ihn ein, dass er erstmal am Traumstein forscht, bis der Hochkönig sich sicher ist, was es zu tun gilt gegen die Banalität. Und wenn er irgendwann als Vasall bei ihm eintreten will, dann soll das nach einer kurzen Zeitspanne, die beiden brauchen, sich miteinander vertraut zu machen, so 100 Jahre oder so, wird er ihm das anbieten. Also ist das dann irgendwann in der Zukunft außerhalb dieser Vision passiert? Weil er hatte ja, als er sich gedingst hat, das Wappen, das geblutet hat oder so, war es, glaube ich. Das gilt aber auch für Untertanen, wenn du sie verrätst. Weil die Sache ist, ein richtiger. Na doch, du kannst ein Vasall sein ohne einen Titel. Ja, doch. Das kann offenbar dann später noch passiert sein, ja. Hieß es nicht damals, er war einer der wenigen gemeinen, in Anführungsstrichen, die als Vasall noch im Hof nicht waren? Also nicht mit Titel. Okay. Als Vasall schon, aber nicht mit Titel, ja. Ja, ja, genau, als Vasall, aber nicht mit Titel irgendwie, genau. Ja, genau, du warst Vasall. Entschuldigung, Rasmus. Sie deutet auf Claudius, der auch am Boden liegt und wieder zu sich kommt. Ist danach einfach umgefallen. Du hast mich geschubst, du wolltest auch, dass ich die anfange, aber ich bin gegen die Wand geflogen. Traurig. Okay, uns geht's aber gut. Geht's euch beiden auch gut? Geht so. Creepy shit, hab ich da gesehen. Was ist das jetzt? Kann ich jetzt gehen? Danke. Nächste Woche verfluche ich dich, du Arschkeks. Meint ihr mich? Und sucht euch eine andere Muhme. Ich glaube, die ist wahnsinnig. Sie passt genau perfekt zu uns. Danke, dass du hier warst. Er geht. So.
Verzeih mir, Rasmus, aber da war diese Pyramide mit drei Ecken. Ich dachte, es braucht drei, um sie von dem Fluch zu erlösen. Aha. Das passte schon ganz gut. Es war eher eine Art Union. Ja, das nächste Mal kannst du mir vorher Bescheid sagen. Dann hättest du doch nicht eingestimmt. Das stimmt. Und du bist ja kein Eigner der Freistadt. Dir bin ich nicht verpflichtet. Er grummelt irgendwie jetzt in seinem Bart. Ich bedanke mich natürlich auch bei ihr. Also, Dankeschön. Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Wie viel Karte, Sophie? Drei, ne? Ja. Hm? Ich wollte wissen, wie viel Schaden Sophie hat. Nee, es waren zwei, glaube ich. Zwei oder drei? Ich weiß es nicht mehr. Wisst ihr noch, was ich glaube, ich hatte gesagt zwei, weil es so viel Blut nicht ist. Okay. Zwei. Er hat erst drei gesagt und dann hat sie selbst verbessert. Okay. Ja, nachdem wir uns getrennt haben, habt ihr noch irgendwie... Was war da noch Phase? Nicht viel. Elund war bei mir und hat mich beglückwünscht. Bei euch ist echt viel Shit in der Vergangenheit abgegangen. Ja, durchaus. Naja. Höfisches Spiel eben. Also ich habe noch, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch kein Eid geschworen. Dann kam das noch. Ich hätte ihn gerne gehört. Das wird wohl der übliche Vasallen-Eid gewesen sein. Möglich. Ich muss nachdenken. Und das irgendwie dokumentieren, ehe ich es wieder vergesse. Ja, definitiv. Das ist eine gute Idee. So, und du als Außenstehender, was sagst du dazu? Ich sag dazu, ich habe keine Ahnung, ich halte mich da raus. Oh, sorry, Dave. Bleibt stehen auf dem Weg, schaut sich um. Also dreht sich wieder um. Rasmus, du kannst dich da nicht raushalten. Du warst ein Teil dieser ganzen Geschichte. Das, was danach passiert ist. Erst als du dazu gekommen bist, ist das wirklich losgegangen. Was ist da losgegangen? Mit dem losgegangen, ja, meinte ich übrigens deine Vision jetzt hier, ne? Weißt du, was ich meine? Ja. Okay. In irgendeiner Form warst du daran beteiligt. Das muss ein entscheidender Teil gewesen sein. Den Grundstein für das ganze Unheil habe ich gelegt. Aber irgendwas hast du dazu beigetragen, unwissentlich, was passieren würde. Na, scheiße. Naja, bin mir nicht ganz sicher, ob du initial schuld bist. Das Beste war ja sowieso nicht über Schuld diskutieren, oder? Eben. Nein. Das Beste war ja sowieso vorauszuahnen. Das hat man ja in der Vision schon gesehen, dass da was kommt. Ja, du hast es ausgenutzt. Ist okay. Nein, final war es das nicht mit dem Ergebnis, was wir bekommen haben. Es war nicht in Ordnung. Es war damals in Ordnung, weil es die Spiele waren, die wir alle gespielt haben. Die Spiele waren, die jeder Elund gespielt hat. So wie wir es eben gelernt haben.
Aber in Ordnung war es nicht. Final. Hat dein jetziges Ich kann ja jetzt auch nichts dafür, dass das so war. Also das hat jetzt wenig Einfluss drauf, dass das damals passiert ist. Nein, natürlich nicht. Aber dass das passiert ist, ist vermutlich der Grund, weshalb ich bin, was ich jetzt bin. Einer der Gründe. Denn durch eine Vision, die keine Vision war, ist einer der Hochkönige zu einem Dauntain geworden. Du meinst diesen Dougal? Ja. Das ist der Dauntain, den wir suchen. Oh. Ja. Und wenn ich das richtig habe, klammert er deswegen im Traum, weil mein Traum dann das glitzernde Ding, was ihm dabei hilft. Das ist dann auch gleich der gleiche Spaßvogel, der versucht hat, mich mit dieser komischen Pyramide da Platz zu machen. Genau. Ja, dann bin ich wahrscheinlich tatsächlich in den Scheiß involviert. Ja, bist du. Und um dir nochmal ein Verhältnis zu geben, der hat ja angefangen, ein riesiges Gebäude am Anfang und dann eine kleine Stadt drumherum zu errichten und dann eine Kuppel drumherum. Und der hat dann auch sowas wie Glamour verbraucht, auch wenn das nicht ganz genau zu übersetzen ist. Aber das war im Verhältnis zu dem, was er parat hatte, so wenig, dass du es gar nicht gesehen hast. Also vielleicht hat er irgendwie 40 Glamour da reingesteckt, dass einfach mal so ein Ding aus dem Boden gewachsen ist. Aber das hättest du bei dem, was er als Ressourcen hat, nicht erkennen können, dass dem das fehlt. Der ist echt schaltenmächtig. Gut, damals waren wir alle mächtiger, aber nicht so mächtig. Er ist ein Hochkönig. Ja. Ein Hochkönig, als es noch etwas bedeutete, ein Hochkönig zu sein. Das tut es jetzt auch noch, aber ich fürchte, die heutigen Hochkönige sind nur ein schwacher Abglanz von dem, was es damals war. Das scheint ja bei allem so zu sein. Ja. Ja. Ich glaube, einen Eid abzulegen, einen Gegenstand zu erschaffen, wie David ihn damals erschaffen hat oder fast erschaffen hätte. Das geht heute nicht mehr. Einen Eid abzulegen, wie ich ihn damals geleistet habe, nämlich zu dem gemacht hat, was ich jetzt bin, würde heute nicht mehr gehen. Letzten Endes sind wir alle nur noch ein Schatten unserer selbst. Und ein kleines Schmunzeln huscht ihr übers Gesicht, als sie Erasmus dabei anguckt. Ja, das Schatten, genau. Ja. Gott, ich habe so ein Talent dafür, in Probleme reinzugeraten. Hilft. Ohne Probleme wäre das Leben doch langweilig. Ja. Wie lautete nochmal der Spruch, den Sophie da vorhin in dem Buch gelesen hat, als das alles anfing?
Der lautet: This is the Crucible. Nein, warte. Wir beschwören die Dunkelheit, die die Feinde in gähnende Leere verwandelt. Wir beschwören das Zentrum der Leere, ein immerwährendes Ende. Sophie wirft nochmal einen Blick auf dieses Buch. Wir sollten uns ein bisschen beeilen. Wenn sich Hinweise auf ihn schon in fremden Welten befinden und in fremden Büchern, dann... Er breitet sich aus, ne? Ja. Iha! It's called Endgame, huh? Fucking great. Wir sollten, denke ich, langsam aber sicher unsere Reise beginnen, damit wir den letzten Albtraum kriegen. Hab schon das Gefühl, ich hab den letzten Albtraum. Hm? Es war mehr so sinnbildlich. Achso. Aber jetzt weiß ich wenigstens wieder, was damals passiert ist. Und wir sollten uns überlegen, was wir mit diesem Buch machen. Sollte definitiv nicht in die falschen Hände kommen. Wir haben die Ritter der Leere. Ja. Ich denke, was wäre was für sie? Hatten wir nicht eine Möglichkeit, sie zu erreichen? Ja. Spielleiter, hatten wir eine Möglichkeit, sie zu erreichen? Die hatten uns doch was genannt. Ja, Telefonnummern zum Beispiel. Dann ruft Sophie jetzt eine der Telefonnummern an. Rufumleitung aktiviert. Ja, guten Tag. Hallo, hier ist Sophie. Meine Schöne. Wir haben da etwas, das vermutlich in eurer Obhut sollte. Ich habe schon einmal gesagt, Rasmus geht's gut genug. Wir nehmen außerdem keine Kindergartenkinder. Ich meine weder ein Kind noch sonst noch Rasmus noch sonst irgendetwas. Ich meine ein Buch. Ein Bücher. Ist es ein Buch? Ist es chimärisch oder? Es ist chimärisch. Wie, dann müsstest du mich verzaubern, dann kann ich es entgegennehmen. Gut. Dann komme ich morgen früh, gut, so um 7 Uhr. Gut. Und was ist das für ein Buch? Ein Beschwörungsbuch. Warum sollten wir dann interessiert sein? Willst du nicht übergeben hier deinen, wie heißen sie, die Lund? Was? Den Eilund? Ja, Beschwörungsbücher. Seid ihr denn nicht die immer... Nein, es ist eine Beschwörung darin, die etwas beschwört, was keine Fee beschwören sollte. Was soll das sein? Eine Pyramide. Gut, du machst folgendes, wir können damit auch nichts anfangen. Du nimmst die entsprechenden Seiten und vernichtest sie. Nein, das kannst du nicht so gut machen wie ich. Gut, du reißt die entsprechenden Seiten heraus, morgen verzauberst du mich, ich nehme sie und dann werden sie sofort zerstört. Gut. 7 Uhr. 7 Uhr. Piep. Mhm. Willst du das wirklich zerstören? Ja. Ich eliminiere zumindest diese Seiten. Nicht das ganze Buch. Aber diese Seiten sollte keine Fee in die Hände bekommen. Keine, die nicht weiß, was sie da tut. Na dann. Und es gibt leider Gottes genug, die es probieren würden. Leider ja. Weil sie nicht wüssten, was sie da tun.
Und vielleicht auch nur zwei. Sophie zieht sich einen Handschuh über. Mhm. Geht zu diesem Buch. Mhm. Öffnet es an den entsprechenden Stellen. Mhm. Ich sammle so viel Glamour, wie ich möglich habe. Die Seiten sind nicht banal. Die sind absolut nicht banal. Aber ja, was macht Sophie da? Sie reißt diese Seiten raus. Ein Tränchen läuft dir übers Gesicht danach. Oh Gott, das vermischt sich mit dem ganzen Blut auf deinem Gesicht. Geil. Ja. Ich packe das. Ich bin in meiner Freistadt. Ich kann es bestimmt einfrieren, oder? Ifianda kann es tiefer verstecken als jeder von euch. Ich will es ja jetzt nicht verstecken. Ich brauche es ja morgen früh um 7. Ja, sie kann es auch wieder hervorholen. Okay, dann soll sie das. Ich will das nicht Ifianda geben. Okay. Ja, wobei, doch, kann ich ja machen. Sie macht ja nichts damit. Nee. Es ist ja nicht banal. Du kannst es ja auch zufrieren mit einem Eisblock und dann ihr geben. Ja, so mache ich das. Und danach wasche ich mir das Blut aus vom Körper. Schönes Fjordbad, bestes Bad. Genau, so sieht's aus. Du sagst, wir machen erstmal eine Pause? Okay. Mhm.